Der Dicke hat angerufen. Das Mädchen liegt im Stadthospital von Bereshill. Ich fahre hin und kümmere mich darum. Ich erhielt eine Nachricht von einem Funkstreifenwagen. Der schwarze Ford ist gefunden worden. Er stand friedlich am Straßenrand der Abzweigung nach Veiz. Die Löcher ihrer Kugeln waren nicht zu verkennen. Übrigens taucht er auch in der Liste gestohlener Wagen auf, wie ich inzwischen feststellen ließ. Er wurde gestern Nacht von einem Parkplatz der Innenstadt gestohlen. War ja zu erwarten, brummte ich. Hören Sie, Freddy, ich gehe jetzt ins Hospital, weil es der Doktor so will. Mein Freund und Kollege Phil Decker sitzt in Frisco. Versuchen Sie, ihn zu erreichen und herbeizuzitieren. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wann das Mädchen in Bereshill vernehmungsfähig ist. Übrigens, sie heißt Liane Baker und tritt im Logan Theater auf. Vielleicht rufen Sie die Direktion an und teilen ihr mit, dass sie vorläufig nicht arbeiten kann. Ich möchte nicht, dass sie Ärger kriegt, weil sie in die Sache hineingeraten ist. Eine knappe Stunde später lag ich auf dem Operationstisch. Sie hatten mir ein paar Spritzen gegeben, und ich fühlte mich ganz wohl, während die Ärzte an mir herumschnippelten. Als ich wieder erwachte, war es heller Mittag. Eine nette Krankenschwester tauchte eben mit einer Riesenportion Steaks auf, lächelte mich an und äußerte, Sie haben enorm geschnarcht, Emma Cotton. Wie geht es meinem Arm? Fragte ich. Besser, als zu befürchten war. In 3 Wochen sind sie wieder völlig okay. Ich machte mich über das Steak her. Die Schwester erkundigte sich, ob es mir schmeckte. Mr. Freddy hat gebeten, benachrichtigt zu werden, wenn sie empfangsfähig sind. Fühlen Sie sich dazu in der Lage? Klar, Schwester. Rufen Sie ihn bitte an. Freddy erschien schon, während ich noch beim Nachtisch war. Ihren Freund Phil habe ich benachrichtigt, sagte er. Er kommt mit dem Flugzeug wahrscheinlich noch heute Abend. Er hatte inzwischen in ihrem Hotel angerufen und seine Adresse hinterlassen. Die Ärzte haben das Mädchen gründlich untersucht. Sie hat nichts Ernsthaftes abgekriegt, aber ihre Nerven haben natürlich gelitten. Ich wollte von ihr hören, was sie gesehen hat, aber sie weinte bei den ersten Sätzen. Ich werde mit ihr sprechen, sobald ich laufen kann, Freddy. Passen Sie weiter gut auf sie auf. Sie ist wichtig. Bisher war ich der einzige Mann, der den Eisenbahnmörder gesehen hat, dazu noch mit Maske und nur wenige Sekunden lang. Jetzt haben wir in ihr einen Menschen, der ihn genauer kennt. Und wenn sie nicht vor Schreck überhaupt vergessen hat hinzusehen, können wir auf eine gute Beschreibung hoffen. Ich merkte, dass Freddy gern Einzelheiten gehört hätte, aber er war zu taktvoll, um danach zu fragen. Stern, Stern, Stern. Am 4. Tag meines Krankenhausaufenthaltes brachte Phil Liane in mein Zimmer. Das Mädchen war blass und sah ziemlich erledigt aus, wenn sie auch, bis auf ein Pflaster auf der Stirn, keine äußeren Spuren des überstandenen Abenteuers mehr zeigte. Sie fanden den Beruf eines Gehmann ja äußerst spannend, sagte ich nach der Begrüßung. Danke, ich bin bedient, antwortete sie mit einem schwachen Lächeln. Ich pirschte mich vorsichtig an mein Thema heran. Lili, es ist unbedingt erforderlich, dass Sie mir erzählen, was mit Ihnen passierte, nachdem ich mehr oder weniger zusammengeschossen worden war. Werden Sie das können, ohne umzufallen? Sie schluckte und sagte tapfer, ich werde es versuchen, aber alles ging so rasend schnell, dass ich nicht einmal genau weiß, ob ich es in der richtigen Reihenfolge behalten habe. Passen Sie auf, Lili. Es war so. Wir gingen zusammen die Böschung hoch. Auf der Straße riefen sie dann, dass derjenige fahren dürfe, der zuerst am Wagen sei, und sie liefen los. Im selben Augenblick fiel der erste Schuss. Was taten sie? Ich blieb stehen und drehte mich um. Ich blickte wohl genau in dem Moment hin,
indem die Kugel sie traf, denn sie fielen um. Gleich darauf wurde ich ohnmächtig. Was ist das Nächste, woran Sie sich erinnern können? Sie strich sich mit der Hand über die Stirn. Ihre Augen standen weit offen. Ich weiß dann, dass ein Mann mich an der Schulter packte, mich hochzerrte und mich in ein Auto stieß, das plötzlich dort stand. Ich lag auf dem Boden im Fond, und der Mann drückte meinen Kopf auf den Sitz. Der Wagen fuhr sehr schnell. Weiter, Lili, was passierte dann? Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging. Jedenfalls sagte der Mann, der mich festhielt, er ist hinter uns. Er rief diesen Satz. Daraufhin antwortete der Mann am Steuer, stopp ihn. Ich wurde losgelassen. Mein Wächter beugte sich aus dem Fenster. Er schoss nach ihnen, aber ich war mir in der Aufregung nicht klar darüber. Er zog seinen Kopf ziemlich bald wieder aus der Fensteröffnung zurück und rief dem Fahrer etwas zu, das ich nicht verstanden habe. Hieß es ungefähr, er lässt seinen Wagen abfallen. Ich kann ihn nicht treffen. Ja, so etwa kann es gelautet haben. Und was antwortete der Mann am Steuer? Er rief, wirf das Mädchen raus. Sie schlug die Hände vor das Gesicht. Ich wartete geduldig, bis sie sich erholt hatte. Sie sprach von selbst weiter, der Mann fasste mich mit einer Hand und stieß mit der anderen die Tür auf. Ich sehe noch genau vor mir, wie die Straßenböschung an mir vorbeiflitzte. Ich wehrte mich verzweifelt, aber er war viel stärker, und als die Tür offen war, griff er mit beiden Händen zu. Dann weiß ich nur, dass ich durch die Luft flog. Die nächste Station war das Erwachen im Krankenhaus. Ich winkte Phil zu, ihr eine Zigarette zu geben. Wir bedienten uns alle. Liane, haben Sie den Eindruck, dass der Mann im Fond oder der Mann am Steuer der Chef war? Ja, ich glaube, der am Steuer war derjenige, der am meisten zu sagen hatte. Wie sah der Mann aus? Ich sah ihn nicht genau, Jerry. Ich war viel zu aufgeregt. Er trug keinen Hut. Seine Haare waren schwarz, tiefschwarz sogar. Er muss so groß gewesen sein wie sie oder sogar noch etwas größer. Er wandte einmal seinen Kopf nach hinten. Seine Nase war etwas gebogen und ja, er hatte eine ziemlich deutlich sichtbare Narbe, die sich vom linken Ohr tief in die Wange hineinzog. Phil stieß einen Pfiff aus. Das war viel wert. Ein so deutlich sichtbares und unverwischbares Kennzeichen hatten wir nicht erhofft. Ich bat Liane noch, uns den anderen Mann zu beschreiben. Die Beschreibung war undeutlicher und ungenauer. Es musste ein Mann um die 40 Jahre sein, spärliches braunes Haar, breites Gesicht, gepresster Mund, breitschultrige, plumpe Gestalt. Ich dankte dem Mädchen, und ich sagte ihr, dass sie uns wahrscheinlich ein gutes Stück weitergeholfen habe. Während ich nun wartete, dass mein Arm heilte, entfaltete Phil Decker in den nächsten 14 Tagen eine emsige Tätigkeit, die aber im Wesentlichen in der Richtung polizeilicher Fahndungsroutine lief. Er bereitete eine große Fahndung nach dem Mann mit der Narbe vor, und Liane, die sich mehr und mehr von dem erlittenen Schock erholte, sie trat auch bald wieder im Theater auf, half eifrig mit. Die Suche in den Karteien war eine recht einfache Sache. Es gab nicht sehr viele Verbrecher mit der Narbe, wie Liane sie beschrieben hatte. Soweit die uns bekannten Burschen ein in etwa passendes Kennzeichen aufzuweisen hatten, wurde ihre Bilder aus ganz Amerika per Bildfunk nach Chicago übermittelt und dem Mädchen vorgelegt. Sie glaubte, mit Sicherheit sagen zu können, dass der Mann aus dem Auto nicht dabei war. Daraufhin holte sich Phil einen Zeichner, der nach den Angaben Lillas das Gesicht suchte. Er verbesserte seine Porträts immer wieder, bis Liane eine ausreichende Ähnlichkeit konstatierte. Die Zeichnung wurde vervielfältigt und den Polizeirevieren übermittelt. Gute 14 Tage nach dem Ereignis am See besuchte mich Liane noch einmal, um sich von mir zu verabschieden.
Mir ging es schon wieder gut, und ich machte eifrige Kräftigungsübungen mit meinem Arm. Also, auf Wiedersehen, Gehmann, sagte sie und war wieder ganz das alte, ein wenig schnippische Girl. Mein Engagement ist abgelaufen. Meinen nächsten Job habe ich in Boston. Alles Gute, wünschte ich. Boston ist nicht weit von New York. Vielleicht werde ich Sie mal besuchen. Kommen Sie bald. Ich bleibe nur 14 Tage. Erst muss ich den Mann erwischen, der Ihnen einen solchen Schreck einjagte. Das ist doch auch in Ihrem Sinn, nicht wahr? Ja, natürlich, sagte sie. Die andere Artistin, Monique, auf die Phil die ganze Zeit über ein wachsames Auge gehabt hatte, wechselte nach Philadelphia. Ihr normaler Name lautete Norma Cutter. Phil hatte in den 14 Tagen immerhin herausgefunden, dass Miss Cutter eine leichte Neigung hatte, sich abends unauffindbar zu machen. Sie war in den 14 Tagen insgesamt viermal in die Slums gefahren, zweimal hatte der Mann, den Phil auf ihre Spuren gesetzt hatte, den Anschluss verloren. Die beiden anderen Male jedoch hatte man kurze Gespräche zwischen der Frau und einem Barmixer in einem nicht gerade gut beleumundeten Laden festgestellt. Den Barmixer überließen wir der Beobachtung von Freddy. Phil reiste Monique nach Philadelphia nach, um zu beobachten, mit wem sie dort Kontakt aufnahm. Wir fanden, dass wir zwei gute Eisen im Feuer hatten. Lienas Beschreibung des Eisenbahnmörders und die reichlich merkwürdige Monique. 3 Tage nach der Abreise der beiden Mädchen passierte eine Panne nicht geringen Ausmaßes, eine Panne allerdings, die uns entscheidend vorwärts bringen sollte. Mein Aufenthalt im Krankenhaus war gewissermaßen nur noch symbolischer Natur. Die meiste Zeit trieb ich mich im Gymnastiksaal des Gebäudes herum und tat alles, um meiner rechten Faust die alte Schlagkraft zu verleihen. An den Punkingball durfte ich schon wieder heran, nur die Bearbeitung des Sandsacks war mir vom Arzt verboten. Ich absolvierte mein Morgentraining und ging in mein Zimmer zurück, wo die Schwester unterdessen ein zweites Frühstück bereitgestellt hatte. Neben der Teekanne lagen zusammengefaltet 4 Zeitungen. Die erste davon, die ich aufblätterte, war die Chicago Tribune. Ich empfand die Überschrift des Spitzenartikels wie einen Schlag ins Gesicht. In zollgroßen Lettern stand da: sensationelle Enthüllung über die Eisenbahnmorde. Die Unterzeile lautete: die Arbeitsmethode des Täters. Was darin stand, stimmte haargenau mit unseren Ermittlungen überein. Obwohl kein Name genannt wurde, erläuterte der Reporter sehr genau, wie junge, gut aussehende Männer sich an die Angestellten der Ermordeten herangemacht hätten, um Einzelheiten über ihre Pläne zu erfahren, wann sie mit welchem Zug wohin führen und so weiter. Der Artikelschreiber schoss noch etwas über das Ziel hinaus, indem er andeutete, die Männer würden die Angestellten, meistens Sekretärinnen, dazu bringen, ihren Chefs Fahrkarten für die Züge zu beschaffen, die für die Ausübung der Tat besonders geeignet seien. Im 2. Abschnitt wurde dann erläutert, dass die Bande sich auch einer Frau bediene, die in direktem Kontakt zu Geschäftsleuten treten würde, um sie zu einer Reise zu bewegen. Auch hier stimmten alle Angaben. Es gab keinen Zweifel, dass der Reporter durch irgendeine Indiskretion aus unseren eigenen Reihen seine Weisheit hatte. So etwas kam immer schon einmal vor, besonders, wenn es sich um eine Großfahndung handelte, über deren Beweggründe notgedrungen praktisch jeder Cop in den Vereinigten Staaten informiert war. Auch Polizisten sind nur Menschen, und nicht jeder von ihnen kann eisern den Mund halten. Ich hängte mich sofort ans Telefon und versuchte, Freddy zu erreichen. Es dauerte über eine halbe Stunde, bis ich ihn endlich sprechen konnte, weil er ständig anderweitig telefonierte. Als ich ihn endlich an der Strippe hatte, fiel er mir sofort ins Wort. Ich weiß, Cotton, Sie rufen wegen des Artikels in der Tribune an. Ich habe schon mit der Zentrale in Washington telefoniert. Das Rundtelegramm an die Zeitungsredaktion,
das die weitere Verbreitung des Artikels untersagt, dürfte schon abgegangen sein. Glauben Sie, dass viel verdorben ist? Ich brummte Unfreundliches vor mich hin. Wie viel durch diese Veröffentlichung verdorben war, mochte der Henker wissen. Jedenfalls war mir für diesen Tag die Laune verdorben, und so blieb es, bis Freddy nach 5 Uhr noch einmal telefonierte. Cotton, ich habe eben einen merkwürdigen Anruf erhalten. Ein MR Markshound erzählte mir per Telefon, eine seiner Angestellten habe ihm eben gebeichtet, sie wäre durch einen jungen Mann verleitet worden, ihn zu beobachten und alles über ihn zu erzählen. Er vermutet, er solle ein nächstes Opfer des Eisenbahnmörders abgeben. Das kann natürlich Hysterie sein, hervorgerufen durch den Zeitungsartikel. Aber jedenfalls sehen wir uns MR Sound an. Holen Sie mich ab, Freddy. Ich bin in 10 Minuten startbereit. Ich legte auf und klingelte nach der Schwester. Da der Arzt sein Einverständnis gegeben hatte, ich könne spazieren gehen, wann immer ich wolle, erhielt ich meinen längst gereinigten und gebügelten Anzug ohne Schwierigkeiten. Als Freddy vorfuhr, stand ich bereits vor dem Portal des Krankenhauses. Ich habe noch rasch ein paar Informationsgespräche geführt, erklärte er, während er den Wagen durch das Verkehrsgewühl steuerte. Rein als Typ gesehen, gehört Mark Sound durchaus zu dem Kreis, aus dem der Mörder sich bisher seine Opfer suchte. Wohlhabender, aber nicht überreicher Geschäftsmann mit wenig Personal, den sein Beruf er ist Antiquitätenhändler häufig zu größeren Reisen zwingt. Er besucht die Auktionen, um gute Stücke zu erstehen, und führt häufig beträchtliche Summen in Bar bei sich. Der Antiquitätenladen lag in der General Grand Street, ein kleines Schaufenster mit ein paar alten Bildern, daneben eine schmale Tür, die beim Öffnen ein feines Klingeln ertönen ließ. Dahinter lag ein unerwartet großes Ladenlokal, vollgestopft mit Bildern, Statuen, Schnitzwerk, kostbaren Möbeln, alten Teppichen, von denen jedes einzelne Teil wahrscheinlich mehr kostete, als ich im Monat verdiene. Ein schmaler, hochaufgeschossener Jüngling mit einer Nickelbrille erkündigte sich höflich nach unseren Wünschen, und als er hörte, wir möchten MR Sound sprechen, bat er uns, wir möchten ihm in die Dämmerung der Hinterräume folgen. Dort schlug er einen großen Wandteppich zur Seite, und wir konnten Mark Sounds Privatbüro, einen überaus kostbar eingerichteten Raum, betreten. Zwei Personen befanden sich im Zimmer, ein kleiner bärtiger Mann mit einer Goldbrille, hinter der wütende blaue Augen blitzten, und ein mehr oder weniger junges Mädchen mit schlichtem, glatt nach hinten zu einem Knoten gebundenem Haar. Sie sah aus, als wäre sie eine Schwester des Mannes, der uns empfangen hatte, lang, mager und äußerst reizlos, wenn auch noch jung. Zu allem Überfluss trug auch sie eine Brille, dazu noch ein Modell mit einer strengen schwarzen Horneinfassung. Zurzeit hockte sie auf einem wahrscheinlich sehr kostbaren, aber auch sehr unbequem wirkenden Stuhl und zerknüllte ein schon feuchtes Taschentuch zwischen den Fingern. Sie haben mit mir telefoniert, MR Sound, sagte Freddy. Ich bin Freddy vom FBI. Aus MR Sounds kleiner Gestalt brach sich eine erstaunlich tiefe Stimme Bahn. Dort sitzt das verworfene Geschöpf, das seinen Brotherrn einem grausamen Mörder ausliefern wollte, grollte er donnernd. Ungeachtet der Wohltaten, die dieses Mädchen durch Jahre hindurch von mir empfangen hat, war sie bereit, mich zu verraten. Meine Herren, verhaften Sie das Geschöpf, und führen Sie es einer gerechten Strafe zu. Moment, MR Sound, unterbrach ich, würden Sie uns bitte der Dame vorstellen? Er sah mich verblüfft an, dann donnerte er, sie heißt Elisabeth Vorbank, aber ich wünschte, ich hätte diesen Namen nie gehört. Ich zog mir einen der geschnitzten Stühle heran. Teufel, waren die Dinger hart. Es wäre nett von Ihnen, Miss Vorbank, sagte ich, wenn Sie uns noch einmal genau erzählen würden,
was sich ereignet hat. Na ja, nachdem sie ihre Tränen heruntergekämpft hatte, benahm sie sich wie ein ganz vernünftiges Mädchen und berichtete uns eine Geschichte, die wir in ungefähr der gleichen Version nicht zum ersten Mal hörten. Sie war vor rund 4 Wochen beim Verlassen des Geschäftes von einem jungen Mann angesprochen worden. Bei Miss Fourbanks Erscheinung war klar, dass ihr das nicht gerade häufig passierte. Der junge Mann nannte sich Glenn Badding, war hübsch, blond, lustig und eroberte Miss Fourbanks jungfräuliches Herz im Handumdrehen. Man traf sich täglich. Glenn redete vom Wetter, vom Sport, von gemeinsamen Ferien, vom baldigen Verlöbnis. Miss Fourbank sprach von Antiquitäten. Badding interessierte sich brennend dafür. Dann blieb Glenn plötzlich aus. Miss Fourbank trauerte. Glenn blieb kommentarlos fast 8 Tage fort. Eines Tages stand er wieder vor dem Laden. Er gebrauchte faule Ausreden, um sein Fortbleiben zu erklären. Miss Fourbank glaubte zu gern, aber weil sie, abgesehen von der Belastung mit einem sehnsüchtigen Herzen, durchaus ein kluges Mädchen war, fiel ihr auf, dass er sich jetzt ungeniert nach den Absichten und Gewohnheiten von Elisabeths Chef erkündigte. Sie sagte ihm, was er zu wissen wünschte. Als Miss Fourbank heute Mittag, während M.R. Sound sein Mittagskläffchen hielt, die Chicago Tribune las, stieß sie selbstverständlich auf den Artikel über den Eisenbahnmörder. Und während sie noch die Zeilen überflog, fiel ihr ein Satz ein, den Glenn einmal gesagt hatte: Wenn dein Chef mal verreist, lass es mich rechtzeitig wissen. Er hatte diese Aufforderung damals zwar damit begründet, dass sie sich in solchem Falle sicherlich vom Geschäft befreien könnte, um mit ihm einen mehrtägigen Ausflug zu unternehmen, aber unter dem Eindruck der Zeitungsmeldung erschien Miss Fourbank die Frage sehr verdächtig. Sie verbrachte einen unruhigen Nachmittag, gequält von Gewissensnöten, und schließlich ging sie in M.R. Sounds Büro und gestand ihm ihren Verdacht. M.R. Sound freilich donnerte sie gleich nieder und rief, was kein Fehler war, das FBI. Wo wohnt Badding? Erkündigte ich mich. Miss Fourbank musste gestehen, dass sie es nicht wusste. Die Bande schien vorsichtiger geworden zu sein und gab ihren Zuträgern offensichtlich Anweisung, ihren Wohnsitz nicht mehr zu nennen. Wir verglichen die Aussagen des Mädchens mit unseren Daten. Die Woche, in der Glenn Badding ausgeblieben war, begann ungefähr mit dem Tag, an dem Earl Luther an unseren Kugeln starb. Wahrscheinlich hatte Luther diese Verbindung hergestellt. Durch seinen Tod war sie unterbrochen worden. Später hatte ein anderes Mitglied der Bande sie wieder aufgegriffen. Ich winkte Freddy zu, mit mir hier auszukommen. Wollen wir Badding verhaften? Fragte er. Wer ist er schon? Ein Zuträger, mehr nicht. Alles, was wir von ihm erwarten können, ist eine mehr oder weniger faule Beschreibung des Mannes, der an Earl Luthers Stelle getreten ist. Wir haben hier eine bessere Chance, Freddy, vorausgesetzt, es steckt wirklich das hinter der Geschichte des Mädchens, was wir erwarten. Wir können dem Eisenbahnmörder eine erstklassige Falle stellen. Kommen Sie, wir müssen den alten Sound dazu bringen, dass er mitspielt. Wir gingen ins Büro zurück. Sound stapfte mit seinen kurzen Beinen hinter dem Schreibtisch auf und ab. Können Sie mir sagen, wo und wann die nächste Auktion von bedeutenden Altertümern stattfindet, M.R. Sound? Fragte ich ihn. Selbstverständlich, grollte er. In 5 Tagen wird in New Orleans eine große Anzahl bedeutender Bilder versteigert. Wunderbar, da könnten Sie ja mit dem Mississippi Express hinfahren. Direkte Verbindung, soviel ich weiß. Darf ich mal Ihr Telefon benutzen? Ich holte mir einige Auskünfte vom Hauptbahnhof. Es passt ganz großartig, M.R. Sound, erklärte ich, als ich den Hörer wieder auflegte. Der Express fährt um 22.14 Uhr von Chicago ab und hält zum ersten Mal morgens gegen 5 Uhr in St. Louis.
Wir werden Ihnen eine Schlafkabine bestellen. Ich denke nicht daran, mit diesem Zug zu fahren, rief er. Ich verstehe, Sie wollen mich als Lockvogel benutzen, aber ich riskiere mein Leben nicht. Bin ich ein Polizist? Außerdem interessieren mich die Bilder in New Orleans nicht. Sie sind viel zu teuer. Selbstverständlich zahlen wir die Reise, sagte ich. Nein, 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 brüllte er. Eine Dreiviertelstunde lang redeten Freddy und ich auf ihn ein. Wir setzten ihm auseinander, wie ungefährlich die Sache für ihn sei. Wir packten ihn beim Staatsbürger-Ehrgeiz, und wir stellten ihm vor Augen, welchen Zulauf sein Geschäft haben würde, wenn die Zeitungen berichteten, dass M.R. Sound, der bekannte Antiquitätenhändler, beim Ergreifen des Eisenbahnmörders eine maßgebliche Rolle gespielt habe. Dieses letzte Argument verfing. Fröhlich erklärte er sich bereit, in 3 Tagen den Mississippi Express zu benutzen, um angeblich zu der Auktion nach New Orleans zu fahren. Ich telefonierte mit dem Reisebüro der Gesellschaft, die die Strecke betrieb. Buchen Sie bitte 2 nebeneinander liegende Luxuskabinen für die Fahrt am 24. Die eine auf den Namen Mark Sound, die andere auf Robert Sander. Welche Nummern? 31 und 32. Vielen Dank. Ich lasse die Karten morgen abholen. Jetzt knöpfte ich mir Miss Vorbank noch einmal vor. Sind Sie heute mit Glenn Badding verabredet? Sie nickte. Miss Vorbank, Sie müssen ihm erzählen, dass M.R. Sound Ihnen heute mitgeteilt habe, er würde am 24. zu der Auktion nach New Orleans fahren. Erwähnen Sie am besten gleich dabei, dass Sie die Fahrkarte bestellt haben und nennen Sie möglichst noch die Kabinennummer 31. Merken Sie sich die Zahl. Sie sah mich angestrengt durch ihre Brillengläser an. Ich seufzte verstohlen und holte Tiefluft zu einem neuen Speech. Sie müssen Theater spielen, Miss Vorbank. Badding darf unter gar keinen Umständen merken, dass Sie ihm eine mit der Polizei abgekaterte Story erzählen. Denken Sie einfach, es sei alles wirklich so, als habe Ihnen M.R. Sound heute wirklich den Auftrag gegeben, die Fahrkarte nach New Orleans zu kaufen. Werden Sie das können? Ich will es versuchen, sagte sie tapfer und rückte an ihrer Brille. Wann kommt Badding? Er wartet um 7 Uhr gegenüber dem Geschäft auf mich. Ich sah auf die Armbanduhr. Es war 20 vor 7 Uhr. Freddy, wenn Sie einen wirklichen zuverlässigen Mann haben, dann beordern Sie ihn zur Beobachtung von Badding her. Für alle Fälle. Während Freddy telefonierte, suchte ich mir einen geeigneten Platz hinter einem großen Barockschrank, von dem aus ich ungesehen durch das Schaufenster die Straße beobachten konnte. Ich unterrichtete M.R. Sound, dass er seinen Laden genauso zu schließen habe wie alle Tage. Nichts dürfe auffällig oder auch nur anders sein. Punkt 7 Uhr ließ der farblose Ladengehilfe das Scherengitter herunter. Miss Vorbank verließ, bevor er abschloss, das Geschäft und steuerte quer über den Bürgersteig auf einen jungen Mann zu, der dort, an einen Parkautomaten gelehnt, stand und in einer Zeitung las. Ich hatte den Jungen schon vor 5 Minuten entdeckt und mir gleich gedacht, dass es Glenn Badding sei. Als das Fräulein ihn erreichte, ließ er die Zeitung sinken. Auf seinem Gesicht erschien ein Lächeln, das mit einem echten Lächeln so viel zu tun hatte wie geschliffenes Glas mit einem Brillanten. Miss Vorbank reichte ihm etwas unsicher die Hand, aber er schien nichts zu merken. Mit einer großartigen Geste schob er seinen Arm unter den ihren und führte sie über die Straße. Der Mann mit dem grauen Hut dort ist Länder, der die Überwachung hat, sagte Freddy, der zu mir getreten war. Cotton, glauben Sie, dass es richtig ist, wenn wir eine Falle zu stellen versuchen? Wir könnten den Mann verhaften, an den Badding seine Informationen weitergibt. Auch über ihn kommen wir an den Mörder heran. Er muss ungefähr die Rolle Earl Luthers spielen und kennt den Bandenchef sicherlich.
und wenn Sie sich nach der kleinen Unvorsichtigkeit im Fall Nes nun angewöhnt haben zu telefonieren. Freddy zuckte mit den Achseln. Er wusste nicht, dass Phil festgestellt hatte, dass schon der Mann, der die Informationen im Fall Aswell Boom aus der Angestellten herausholte, nur noch täglich angerufen worden war. Wir warteten länger als eine halbe Stunde, bevor wir den Antiquitätenladen verließen. Sound besaß eine kleine Wohnung im ersten Stock und blieb im Haus. Wie stellen Sie sich die Aktion vor? Fragte Freddy, während er mich zum Krankenhaus zurückfuhr. Ich nehme Kabine 32 und tausche mit Sound, ganz einfach. Freddy lachte auf. Wie Sie vielleicht bemerken, fahre ich Sie zum Krankenhaus. Nur, um eine Zahnbürste zu holen. Ich grinste zurück. Im Ernst, Cotton, sagte er, Sie sind nicht fit für die Geschichte. Ich bin fit genug, um einem Mann einen Revolver ins Kreuz zu drücken. Wenn's klappt, Freddy, dann sitzen wir diesmal am längeren Hebel und haben die Überraschung auf unserer Seite. Sie können es trotzdem nicht machen, Cotton, beharrte er. Sie sind der Beamte des FBI, den der Eisenbahnmörder am besten kennt. Sie müssen damit rechnen, dass er selbst oder einer seiner Leute in Chicago auf dem Bahnsteig ist. Werden Sie dabei gesehen, fällt die Falle um, bevor sie richtig aufgestellt ist. Dies ist mein Fall, Freddy, sagte ich hartnäckig. Allein schon wegen der beiden Narben an meiner Schulter, obwohl sie nicht das Schlimmste sind, die er auf dem Kerbholz hat. Ich wette, es gibt einen guten Maskenmacher in Chicago. Schicken Sie ihn mir ins Krankenhaus. Wie viele Leute sollen mit in den Zug? Keiner, Freddy, außer Ihnen. Kleben Sie sich einen Schnurrbart an für den Fall, dass Ihr Gesicht den entsprechenden Kreisen auch schon bekannt sein sollte. Nehmen Sie sich eine Kabine möglichst weit weg von der unserigen. Wir hielten vor dem Krankenhauseingang. Ich werde doch im Hospital bleiben, bis die Sache steigt. Schicken Sie mir rechtzeitig den Maskenbild näher. Jerry Cotton bleibt brav im Bett, während Mr. Robert Sander mit dem Mississippi Express gen Süden fährt. Die drei Tage waren voller Spannung. Dass unsere Fährte richtig war, wussten wir schon am nächsten Abend, als Miss Vorbank uns durch einen Anruf mitteilte, Bart Ding habe ihre Verabredung nicht eingehalten. Wie Frank Nes versetzte er seine Freundin sofort, als ihm bedeutet wurde, dass er seinen Auftrag als erledigt betrachten könne. Lenter, der sich im Auftrag Frees an Bart Dings Fußsohlen geheftet hatte, berichtete, dass er keine Kontaktaufnahme zwischen dem Beschatteten und irgendwem feststellen könne. Wir kannten jetzt Bart Dings Wohnung und konnten jederzeit auf ihn zurückgreifen. Da Lenter ihn auch nicht telefonieren gesehen hatte, mussten wir annehmen, dass er angerufen wurde. Eine Anfrage beim Fernamt klärte uns darüber auf, dass er sich vor wenigen Wochen einen Anschluss hatte geben lassen. Damit war auch dieser Punkt geklärt. Freddy spielte den Boten zwischen Sound und mir. Mark Sound war der schwächste Punkt in unserem Spiel, aber wir konnten nicht auf ihn verzichten. Ich fürchtete sehr, dass seine Aufgeregtheit uns verraten könnte, zumal er in gewisser Weise aktiv mitspielen musste. Der Kabinenwechsel musste unter allen Umständen so durchgeführt werden, dass niemand etwas davon merkte. Freddy versuchte, ihm jede Handbewegung einzutrichtern. Er sagte später, das sei eine seiner anstrengendsten Aufgaben gewesen. Am 23., einen Tag vor dem Start, kam Freddy noch einmal zu mir. Ich verstehe immer noch nicht, Cotton, warum Sie auf die Durchführung in dieser Form bestehen. Der Zug fährt von Chicago bis St. Louis in einer Tour durch. Er braucht dazu von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Nur während dieser Zeit kann er seine Tat ausführen. Er muss also in Chicago in den Zug steigen. Sie würden ihn erkennen. Er selbst hat diese Meinung dadurch bewiesen, dass er hartnäckig versucht, sie zu beseitigen.
Warum sind Sie nicht damit einverstanden, dass der Bahnhof in aller Heimlichkeit umstellt wird? Sie selbst könnten ihn identifizieren. Sind Sie sicher, dass er sich auf dem Bahnhof befindet? Natürlich. Es gibt keine andere Möglichkeit für ihn, in den Zug zu kommen. Hören Sie, Freddy, ich war dabei, als Aswell Boom umgebracht wurde, und ich überraschte den Mörder, wie er im Begriff war, sich aus dem fahrenden Express von einem Hubschrauber abholen zu lassen. Wissen Sie, ob er nicht auf die gleiche Weise den Zug, in dem er sein Opfer weiß, zu entern gewohnt ist? Im Intercontinental fehlte kein Fahrgast, und doch war ein Mann während der Fahrt ausgestiegen. Na, gut, antwortete Freddy, ich gebe es auf. Machen wir es also auf Ihre Tour. Morgen Mittag kommt der Maskenbildner, der beste Spezialist, den wir auf diesem Gebiet in Chicago haben. Stern, Stern, Stern. Am 24. um 9 Uhr abends, verließ ein ziemlich großer älterer Herr das Hospital. Er trug einen weiten, dezent karierten Mantel und einen grauen Hut mit steifem Rand, unter dem sein volles, fast weißes Haar zu sehen war. Er trug eine schwarze Hornbrille auf der beachtlich großen, leicht gekrümmten Nase. Ein etwas unordentlicher Schnurrbart bedeckte seinen Mund. Ein Spitaldiener trug ihm einen Koffer und eine karierte Reisedecke nach. Vor dem Ausgang wartete ein Taxi. Der ältere Herr kletterte nicht ohne Mühe in den Fond, lehnte sich in die Polster und sagte, zum Hauptbahnhof, bitte. Das Taxi quälte sich durch den Abendverkehr, erreichte den Bahnhof. Besorgen Sie mir bitte einen Gepäckträger, sagte der alte Herr und gab dem Taxichauffeur ein gutes Trinkgeld. Der Gepäckträger kam und nahm den Koffer und das Reisepleit. Zum Mississippi Express, nannte der Weißhaarige sein Ziel und steuerte etwas tapperig dem Träger nach. Der Express, ein weiß und blau gestrichener voll verkleideter Zug, fuhr von Bahnsteig 4. Er stand bereits auf seinem Abfahrtsgleis, und um ihn war das Gequirle von Leuten, die sich von Verwandten verabschiedeten, Zeitungen kauften und warme Würstchen aßen. Der Schaffner der Luxuswagen, wie auf fast allen Zügen ein Schwarzer, half dem alten Herrn einsteigen. Mein Name ist Robert Sander. Ich habe Kabine 32. Bitte, hier entlang, Sir, sagte der Schwarze. Soll ich Ihnen gleich das Bett richten? Ja, und besorgen Sie mir bitte ein paar Zeitungen. Eine 5-Dollar-Note wechselte den Besitzer. Der Schwarze holte einen Stoß Abendblätter und Magazine, richtete das Bett, fragte, ob er noch einen Drink bringen dürfte. Eine Flasche Scotch, sagte der alte Herr. Der Schwarze entfernte sich mit rollenden Augen. Er hatte den Alten eigentlich für zu kränklich gehalten, um sich mit einer ganzen Flasche Scotch Whisky allein zu beschäftigen, aber er erfüllte den Wunsch und kassierte noch einmal 2 Dollar Trinkgeld. Ich ließ mich aufs Bett fallen, als sich die Tür hinter dem Schwarzen endgültig schloss. Aber ich stand sofort wieder auf und zog die Vorhänge vors Fenster. Ich sah durch den Vorhangspalt Mr. Mark Sound auf unseren Waggon zusteuern. Er stampfte mit kurzen Beinen über den Perron, beladen mit einer riesigen Aktentasche. Hinter ihm keuchte ein Gepäckträger mit 2 schweren Koffern. Wir hatten ihm jedes Stück seines Gepäcks vorgeschrieben. Wir hatten sogar ein Telegramm an die Auktionsleitung in New Orleans aufgegeben, dass Mr. Sound 2 wertvolle Bilder zur Auktion stellen würde. Neben dem kleinen Antiquitätenhändler ging gesenkten Hauptes Miss Vorbank und ließ sich beschimpfen. Auch ihr Erscheinen auf dem Bahnhof war von uns angeordnet. Sounds Karawane entschwand aus meinem Blickfeld. Ich blieb am Fenster, wenn auch durch den Vorhang gedeckt. Ganz instinktiv suchte mein Blick nach einem Mann mit geschmeidiger Gestalt, nach einem Gesicht, dessen Augen hart und böse schauten. Ich entdeckte den Mann nicht. Ich fand nicht einmal Freddy, der, soviel ich wusste, die Uniform eines Navy-Offiziers und einen Schnurrbart trug.
22.14 Uhr. Die Lautsprecher dröhnten, eine Signalpfeife schrillte. Durch die Wagenschlange ging ein leichtes Rucken, der Mississippi Express begann seine rasende Fahrt nach Süden. Ich streckte mich aufs Bett und versuchte, mir die Zeit durch Lesen zu vertreiben. Sicherlich verstehen Sie, dass ich nicht viel Sinn für das hatte, was die Zeitungen schrieben. Immer wieder blickte ich auf die Uhr. Die Zeiger schlichen nur. Wenige Minuten nach Mitternacht klopfte es hastig an meiner Tür. Ich sprang auf, besann mich auf meine Rolle, ging zur Tür und öffnete. Auf dem Gang stand Sound, hielt eine Zigarre mit bebenden Fingern an den Mund und stotterte, "Entschuldigen Sie, Sir, haben Sie vielleicht Feuer?" Der kleine Antiquaragraf hatte es verdammt eilig, aus seiner Kabine her auszukommen. Er musste einen günstigen Augenblick abgepasst haben und erschien fast eine Stunde früher, als ich gerechnet hatte. "Bitte", antwortete ich, zog mein Feuerzeug aus der Tasche und ließ es aufschnappen. Dabei streckte ich den Kopf vor und blickte rasch nach rechts und links. Niemand außer uns war auf dem Gang. "Los", zischte ich, zog ihn rasch an den Rockaufschlägen herein, ging selbst die wenigen Schritte bis zu seiner Kabine und zog die Tür hinter mir zu. So, das war geschafft. Ich sah mich in der Kabine um. Das Bett war so gut gerichtet wie meins. Sound hatte vergessen, die Vorhänge zuzuziehen. Ich holte es nach. Dann öffnete ich den kleineren der beiden Koffer. Wir hatten an alles gedacht. In dem Koffer befand sich ein Anzug von Sound. Ich drapierte ihn am Kleiderständer. Ich stellte Pantoffeln vor das Bett. Ich hängte seinen Schlafrock auf, und ich garnierte das Waschbecken mit Utensilien aus seinem Reisenecessaire. Dann baute ich mit Hilfe einer gestopften Tuchrolle und einer Perücke, die sich ebenfalls im Koffer befanden, einen schlafenden Mann in das Bett, überprüfte mein Werk, war zufrieden und löschte das Licht aus. An mir selber waren nicht mehr viel Veränderungen vorzunehmen. Ich zog mir die Schuhe aus, stellte mich in den kleinen Zwischenraum zwischen Kofferablage und der Wand zum Gang neben die Tür. Ich nahm den Revolver in die rechte Hand. Aufrecht wie eine Schildwache vor dem Palast der englischen Königin stand ich und wartete. Stundenlang war kein anderes Geräusch mehr zu vernehmen als das gleichmäßige Rauschen der Räder. Mit aller Macht musste ich mich wach halten, damit mir meine Sinne, verführt von dem monotonen Geräusch, nicht entglitten. Dann, nach einer ungezählten Zahl von Minuten, hörte ich es, ein leises scharfes Kratzen an der Tür. Ich hielt den Atem an. Die Tür war verschlossen, aber ich wusste, dass es für den Mörder kein Problem war, die einfachen Schlösser von Kabinentüren zu öffnen. Sekunden später nach dem ersten Geräusch vernahm ich das dünne Schnappen des zurückschlagenden Schlosses. Es knirschte ein wenig, als die Klinke hinuntergedrückt wurde. Die Tür öffnete sich einen Spalt, wurde wieder angehalten. Ich hörte ein Klirren, als stecke jemand sehr vorsichtig einen Schlüsselbund in die Tasche. Dann ging die Tür ganz auf. Etwas huschte blitzschnell und völlig lautlos durch das spärliche Licht, das vom Gang her in die Kabine fiel. Der Lichtschein verschwand sofort wieder, da der Unbekannte die Tür schnell zudrückte, bei aller Schnelligkeit aber ohne jedes Geräusch. Mir begann die Luft knapp zu werden, und ich fühlte, wie mir das Blut in den Kopf stieg. Unmittelbar neben mir hörte ich die leisen Atemzüge eines Menschen. Wir standen so eng nebeneinander, dass sich unsere Arme fast berührten. Schon wollte ich losbrechen, als ich in der völligen Dunkelheit zwei rasche, kaum vernehmbare Schritte hörte. Dann blitzte der scharfe Strahl einer Taschenlampe auf, richtete sich zielsicher auf das Bett und riss die Perücke über der hochgezogenen Bettdecke in grelles Licht. Ich hob den Arm. Ein, zwei große rasche Schritte, ein schwerer Schlag mit der linken Hand über die Schulter des Eindringlings hinweg auf seinen rechten Arm, und gleichzeitig bohrte ich ihm den Lauf des Revolvers in den Rücken. "Hände hoch", sagte ich scharf. "Rühr dich nicht, sonst knallt es."
Es klirrte. Der Unbekannte ließ die Taschenlampe fallen. Sie brannte weiter, nur richtete sie ihren Schein völlig sinnlos auf Mark Sounds Morgenrock, der im Rütteln des Zuges leise am Kleiderhaken schaukelte. Ich trat 2 Schritte zurück. Meine Hand ertastete den Lichtschalter. Die Deckenbeleuchtung flammte auf. Ich sah den Rücken, die Gestalt, die langen Haare meines Gefangenen. Es war eine Frau. Umdrehen, befahl ich, und meine Stimme klang unfrei, als hätten meine Stimmbänder plötzlich einen Knoten geschlagen. Sie gehorchte. Ich blickte in Deslilles totenbleiches Gesicht.